Und weiter geht's hier bei Far Cry 2. Die Waffe ist auf Auto. Ich muss mich entschuldigen für gestern. Für Montag. Tut mir leid, aber Sonntag bin ich dann leider zu nichts mehr gekommen. Auch nicht zu WWW. Es wäre vielleicht heute noch da drin. Ich weiß es nicht. Egal wie. Sorry, dass da keine Folgen gekommen sind. Borderlands natürlich, aber das haben wir vorgemacht. Ich spiele heute jetzt mal ein, zwei Folgen Far Cry. Schau, dass ich da so was zerrissen bekomme. Killzone habe ich auch noch eine Folge, die kommt morgen. Und dann wir schauen, dass ich irgendwann noch mal ein bisschen mehr Killzone oder Far Cry spiele. Und dann wird das da wieder ordentlich kommen. So, wir müssen da runter. Alles klar. Warte mal, ab in die Traumkarre. Schauen, was wir da so finden. Fällt mir ein, eigentlich. Mal, wie war das jetzt da? Mit dem Scroll. Fresh Fish. R, so. Ja gut, na denn. Oder mal das Auto bewegen. Das Fahrzeug ist total realistisch. Und noch realistischer als in Far Cry 3, also das ist schon... Eieiei. Egal. Hauptsache Karre. Muss man froh sein, dass wir das schon ist. Vielleicht sollten sie einen kleinen versteckten Weg nehmen, statt den Moment in der Lage von gegenüber für einen enormen Vorteil. Der Unterschied ist... Gern. Das heißt, wenn wir aussteigen und besagten kleinen Weg entlang gehen. Okay, drücken wir sie 5, um ihre Karte zu benutzen. Ja. Ah, okay. Was das ist, aber kann man zu mir nah eigentlich? Fünf! Handy! Ja? Jetzt hat er angerufen und sagt nichts. Halt mit. Geh doch mal einen Schützen. Es ist blöd, dass wir da keine andere Zoom-Stufe haben. Schauen wir mal. Was ist mal da? Was wir immer mal da gerade fotografiert haben. Wir sind ein bisschen zu nah dran für das Vergrößerungsglas. Tut mir leid. Aha, jetzt haben wir da noch ein Abwasser. Was geht mir denn? Kommen wir beherzt an mit einer Granate. Ein bisschen Verwirrung stiften. Soll's. Au! Nein, wir bleiben schön hier. Okay, so. Oh, 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 oh! Komm noch mal rein, gell? Okay, so. Hörst du auf da, das ist... Ah, was ist doch der Nahkampfangriff? Ah, immer schießt auf ihn. Zweifelsfall war es dann das... Ah! Der Munitionshaufen. Na denn? Hey, da kann man sogar Ziel üben, oder? Hä? Wer denn? Wo denn? Oh, da hinten. Ich war da ein bisschen verfordert. Kann das sein? Ich dachte nämlich, das wären schon alle. War es da noch nicht? Hau weh, hey! Aber nachhaltig. Glaub, das war's jetzt, ne? Hoffen wir es zumindest. Also nochmal zum Thema von vorher. Ich glaube, da kann man doch sowas wie Ziel schießen, oder? Ja. Pistole? Kann man gar nicht. Moment, glaub mal da hinten einer auf. Der Kollege hat ja eine KH gehabt. Wo liegt sie denn? Da liegt sie. Sehr schön. Ein hässliches Pistölchen. Na bitte. Hat aber einen besseren Klang als die SMG.
Windstill. Okay. Was haben wir da überhaupt? Das können wir wegmachen. Da haben wir. Aha, da haben wir eben besagte Hühner. Wo müssen wir jetzt hin? Da weiter. Close Range, na denn. Gehen wir mit der Pistole. Oh, die Malaria schlägt zu. Mal speichern und vorfahren. Da rein vielleicht. Komm schon, Arschloch, los geht's. Servus. Keine Sorge, Mann, ich kämpfe nicht gegen einen Kranken. Die Malaria hat dich ganz schön erwischt. Hm. Yay, geschafft. Super. Alternative Schritte zum Abschluss einer Mission zu machen, wodurch sie Zusendbindungen erhalten können. Na, das ist ja super. Folg mir nicht. Und ey, wenn du überlebst, treffen wir uns im Mike's. Vielleicht kann ich dir ein paar Pillen gegen deinen Husten besorgen. Na. Das ist sehr, freundlich von dir. Hat das ein Messer? Nee, hat er auch nicht. Der ist ja komplett leer von der Ausrüstung her. Leerer Pistolenholster und leerer Ausrüstung. Na, der hat auch den Auftrag, den Schakal zu erwischen. Da hat eine Karte. Ja, ist die gleiche, wie wir sie haben. Ja, immerhin. Sehr schön. Hat das ja mal abgeschlossen. Oh, sehr gut. Wer hätte gedacht, dass Sie sich doch noch als kompetent erweisen? In Ordnung. Wer seine Arbeit macht, wird auch bezahlt. Kommen Sie zurück zum Schlachthof, dann klären wir das. Hm, das ist ja wirklich, zu sagen, nicht zwar nobel, aber, ja, das ist gut so. Doppelblick haben wir aber, ansonsten geht's uns gut. Ja, mal zurück zum Auto laufen. Aber das Sprinten schaut doch ein bisschen bescheuert aus, wenn man nicht gerade unbedingt auf den Boden schaut, oder? Man sieht so großes Rumgefuchtel mit den Händen, aber so richtig, sagen, vom Fleck kommen tut er nicht. Der Kollege. Na gut. Schauen. Ja. Rauskommen. Oder was da kommen, was belohnen. Ha, am Genickschuss. Das wär's ja. Au weh. Bin schon wieder viel zu böse. Ah, na gut. Kurve, ja. Über den Fluss. Das Auto ist ja wohl die, kaum vom Dreck. Hey, da war da vorne zum Mike's Bar. Der Treppen, zum Mitsöldner. Oh. Im Slaughterhouse. Denn. Stellen wir mal aus. Das Einzige, was hier zählt, sind Rohdiamanten. Nehmen Sie niemals Papiergeld an. Das ist höchstens gut zum Arsch abwischen. Arbeiten Sie für die UFLL, werden Sie in Stein bezahlt. Also gut, einer meiner Jungs, nicht der Hellste, hat gestern einen Koffer mit Diamanten irgendwo im Lager deponiert und sich dann in der Stadt erschießen lassen. Vielleicht von Ihnen, aber egal. Wenn Sie die Diamanten draußen finden, gehören sie Ihnen. Der Koffer hat einen Peilsender. Richten Sie Ihren Kompass darauf aus. Wenn Sie schlau sind, kaufen Sie sich als erstes Medikamente. Mit Malaria ist nicht zu spaßen. Gehen Sie ins Mike's, dort hängen eine Menge freier Söldner rum. Werden Sie gesund und kommen Sie dann ins Frontbüro in der Stadt. Ich stelle Sie Gakumba vor und dann reden wir. Macht die Tür auf! Sehr schön. Ja, vielen Dank. Flammenwerfer. Tausch mal aus. Guten Tag. Ja, super. Schauen wir mal. Hinten das Licht zeigt an, dass die Karte Ladefehler hat. Ah, den Punkt erreichen immer. Okay, schauen wir mal. Die Richtung. Mal schauen. Im Endeffekt ist ja ganz einfach, je höher die Blinkfrequenz ist, desto eher findet man den Koffer. Dann muss da sein. Tada, da ist er auch. Ein Diamant.
Sehr schön. Ja, nice. Sehr schön. Dann hätten wir da mal das gefunden. Ich muss schon wieder Schweinehälften rum. Werden wir. Dinosaur zum Expa, ne? Schauen wir mal. Ja. Bevor wir das machen, werden wir noch speichern fahren. Der Passieren ist mit dem Auto ein bisschen schwer, aber ist okay. Ja, das geht ja doch. Aber wenn die rummeckern, also ohne Auto wäre es schon absolut tragischer. So, alles zusammen. Das Leben ist ja kein Geschenk, oder? Ja, sehr schön. Das ist dann geschafft. Okay, ab. Toll. Noch eine Hütte dazu. Und da noch rein. Denn. Den war da mal bis wann schlafen? Bis 6 nach vor, würde ich sagen. Wow. Ja, guten Morgen. Speichern und vorfahren. 1% haben wir. Sehr schön. Also, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Teil, Leute. Servus.